Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Novgard. Wir sind jetzt in Kapitel... okay, das ist jetzt peinlich. 3 müsste sein, oder? Es gab ja... Nee, Prolog war schon Kapitel 1. Dann kam Kapitel 2 mit dem Ding, mit dem Ziegenkler. Nee, das ist Kapitel 3. Kapitel 3, Teil 2. Yay! Und wir haben hier Kobolde. Juhu! Am Ende ist es jetzt wirklich peinlich, wir sind Kapitel 4, aber... Ich glaube, ich habe nichts übersehen, oder? Wir hatten ja das Prolog, dann hat man das Ding jetzt mit dem Ziegelclan und ja, alles sind glücklich und so. Von daher sollte das schon hinhauen. An sich. Wie schaut das eigentlich so mit dem. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr vom Sound haltet. Ich bin mir noch unsicher, was jetzt Musiklautstärke und was andere Dinge angeht. Ist jetzt alles 5-5-5. Musik, Umgebung und Sound. Es kommt auf die Musik an. Manche Musikstücke sind ein bisschen lauter, manche sind leiser. Es ist schwierig abzuschätzen gerade. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Soll hier mal die Einheiten stimmen, ein bisschen lauter sein? Soll die Musik ein bisschen lauter sein? Ich weiß nicht genau, zu was die Zwischensequenzen zählen, weil die sind manchmal auch ein kleines bisschen leise, wie ich finde. Und ich drehe sie schon extra lauter. Im Nachhinein sogar in der Bearbeitung. Die sind trotzdem noch leiser. Das ist irgendwie... aber schön. Wir wollen uns mit den Kobolden anfreunden, da mit ihrem schönen, putzigen Lager, das die hier haben. Es ist schon lustig, dass die extra so eine kleine Kobold-Fraktion eingeführt haben, die so ein bisschen ihren eigenen Willen hat und mit dem man kooperieren kann, die sich aber auch eben ausbreiten wollen, beziehungsweise die ziemlich angepisst sind, wenn man sich, glaube ich, Ländereien von denen hier holt. Versuchen wir mal, mit denen friedlich auszukommen. Warum nicht? Die haben zwar schöne Ressourcen. Ich meine, wir können denen klar die Demokratie bringen. Und im Gegenzug die Ressourcen nehmen, aber... Genau, das ist meine professionelle Meinung. Wie schaut's aus? Wir haben übrigens Winter und wir kriegen bald eine Rattenplage. Das ist mal 4-5 Tage nicht mehr im Spiel gewesen, das mal wieder einfinden. Silo haben wir noch keins? Oh mein Gott. Ja, die Frage ist, wo wollen wir... Ah, hier ist die Fischerhütte, hier wollten wir extra. Gut, dann machen wir hier ein Silo hin. Wäre keine schlechte Idee. Im Übrigen, ich muss eine Aussage von mir revidieren. Und zwar die Tatsache, dass Bewohner, die ganz normal Nahrung sammeln, auch von Silos profitieren. Das war damals in der Beta so, und zwar eine sehr lange Zeit so. Mittlerweile, ich glaube mit Version 1.0, ich glaube mit Release, also mit hier dem ersten Feldzug, der jetzt rauskam, wurde das entfernt. Also zwischenzeitlich wurde es genervt, also wurde es abgeschwächt und mittlerweile gibt es gar keinen Bonus mehr für normale Bauern. Das, ja, kann doof sein, wenn man sich jetzt darauf verlassen hat immer. Dennoch, eigentlich dann doch eine gute Entscheidung, muss man sagen, dass man nicht ständig hier rumfriemeln muss und jeden einzelnen Dorfbewohner immer penibel in die Gebiete zieht, die... Alter, wie viele seid ihr? Dass man alle Dorfbewohner nicht penibel in die Gebiete zieht. Ich schieß mir lieber mit den Bögen mit. Um hier maximale Nahrung rauszuholen. Boah, die Krieger. Ah, Mist. Der Krieger da unten hat's erwischt. Oh mein Gott. Er hat ein Speer. Das muss der Albert sein. Ein Stein natürlich. Oh, nee. Der Einstein würde mit Steinen werfen, ne? Einfach so Speerträger und Steinewerfer, beide mit dem Namen Albert einfach. Ja. Ich brauche neue Kriege. In einem Tiege. So, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Ich hätte jetzt gern eigentlich schon fast das Minz... Na, Komfort... Kosten beim Hinzufügen eines Bauplatzes. Ich glaube, das ist durchaus nice. Na, wir haben jetzt ein bisschen gegen. Ich bin gerade noch überlegen. Bevölkerungswachstum ist auch nicht verkehrt. Brenner zwei Wochen im Winter. Was war. Moment mal, Gebäude, die Nahrungsmittel produzieren, können nach ihrer Aufwertung einen zusätzlichen Dorfbewohner zugewiesen. Stimmt, das war. Oh, das war nice. Anstatt 3 haben wir dann 4. Stimmt, das war damals schon beim Ziegelclan übelst gut. Aber die Erweiterung vom Bauplatz 80% weniger. Wir machen erstmal das, weil das ist schon. Das ist äußerst sexy. Weil jetzt können wir lockerlässig erweitern, ohne dass es allzu viel kostet. Und ich glaube, wir wollten es ja bei diesem Bereich machen. Ich glaube, für ein Silo wird es sich lohnen, damit die Ziege ein bisschen besser produziert. Machen wir auch mal ein Festmahl. Hauen wir rein.
Damit bin ich Ziegelclan auch Boni auf Festmehle. Die Steine will ich mir. Stimmt, deswegen wollte ich es erweitern, dass ich ja erstmal schön die. Schön die Steine abbauen kann. Ihr Starweine. Rattenplage, Abgewehr. Oh nö, die können jetzt auch Krankheiten einschleppen. Wie gemein ist das denn? Heile, du hast zu tun. Heile bis zum Sieg. Oh, dem geht's nicht gut. Er ist einfach grumpy. Wenn man dieses Symbol sieht, dann spammt er einfach Emojis die ganze Zeit. Ist ja logisch, ne? So, du holst mir Stein, du holst mir Stein. Und ein paar weitere Dorfbewohner. Ah, Zufriedenheit ist doof. Was ist das Problem? Wir sind krank. Wir haben zu viel Verletzte. Ist ja okay. Bevölkerung können wir demnächst auch mal pushen. Oh, noch ein Festmahl? Warum eigentlich nicht, ne? Wir können das aber auch mal bald wirklich. Ah, hier oben. Hier oben haben wir auch schon Silo. Mensch, wir hatten ja sogar schon Silo hier oben. Schiat. Ja, ein paar Steine, dann wird das. Ich hätte gerne bald mal wieder ein paar Axtwerfer. Außenposten der Raben noch zerstören. Da haben wir sogar den Hagen. 22,79. Es gibt auch Resistenzwerte. Die sind neu. 22,79. Wir halten ein bisschen mehr aus, aber dafür macht er mehr Bumm. Obwohl es sich verbessert, wenn wir, glaube ich, den Waffenschmied machen. Alter, was? Ach, es ist der Hagen. Alter, das tut weh. Bitte alle auf einen konzentrieren. Alter, warte, das tut weh. Oi. Nein. Jäger Nummer 365, du hast mir so am Herz gelegen. Ah ne, es war der Fischer. Nein, Fischer Nummer 427. Nein. Okay. Wohin wollen wir eigentlich jetzt? Oh, jetzt hör doch mal auf. Ihr kommt gerade von überall. Ich glaube, hier mache ich einen Wachturm hin. Voll der logische Geschlussfolgerung. Oh, hier ist alles so am Arsch. Ist alles so am Arsch. Ich nenne mein Reich. Toiletten Papyronien. Klo Papyronien. Klo Papier Lorca. Also. Hier haben wir Eisen. Hätte ich ganz gerne. Wir brauchen auch mehr Krieger. Wir brauchen, oh Gott, wir brauchen einfach nur alles eigentlich. Das Ding können wir besetzen. Hier könnte ich noch ein Haus aufbauen. Ebenfalls. Was will ich gehen? Wir können auch mal endlich einen Marktplatz machen. Wir können anfangen zu handeln mit den Kobolden. Das könnte sich tatsächlich auch positiv auswirken. Deswegen, wir können sowohl einen Handelsposten als auch einen Marktplatz mal wieder machen und ein Haus. Dann machen wir so ein bisschen Handelshochburg hierher. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wir fangen aber tatsächlich mal mit dem. Was war nochmal was? Marktplatz, Handel. Ja, wir fangen mal mit dem Handelsposten an, um eben hier ein bisschen. Ja, zu handeln. Wer hätte es gedacht? Zufrieden. Oh. Mit der Reduktion des meistens lernen. Verringert die Aufwertungskosten. Komm, das machen wir mal. Das ist jetzt gerade wichtig, weil jetzt wollen wir nämlich gerade aufwerten und das sollte. Ja doch, ich glaube, ursprünglich hat es 10 gekostet. Oh, wir sind jetzt Tarne. Goal.
Was hat das nochmal gemacht? Extra zwei Gratis-Werkzeuge, jawoll. Und dann noch ein kostenloses Fistmal. Ja, ja. Nett. Werkzeuge. Machen wir unsere Bergarbeiters besser? Ich meine, wenn sie 15% mehr Erz aus dem Bestehenden gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall was gewonnen. Nee, wirklich. Oh nee, wie blöd ist das eigentlich gerade? Werdet mal Krieger, bitte. Das ist gerade so richtig blöd. Ich habe den Wachturm nicht gebaut. Kleines bisschen Erholungszeit lassen. Dann kommen wir mit zwei Kriegern zurück. Was für Krieger sind das eigentlich? Söldner. Hier kriegen wir das gebacken. Ich hole mir mein Land zurück. So. Albert hat mal so ein paar Spencer-Schellen verteilt. Ist alles wieder gut. Die Bergarbeiter sind jetzt besser. Wir können die Fischers noch verbessern. Hier oben wird man ziemlich in Ruhe gelassen. Von daher würde ich tatsächlich mal eben noch die Jägers verbessern. Danke. Was denn du schon? Ja, und ich hab's gerade erwähnt, dass wir hier oben in Ruhe gelassen werden. Ja, ihr könnt mich mal. Jo, sagen sie. Ja. Aber klar da. Wir können die Jagdhütte aufbessern. Ich glaube, da wir jetzt die Jäger verbessert haben, sollten wir das mal tuten. Das bringt uns mehr Nahrung. Und wir haben bald Winter und das sieht ziemlich kacke mit der Nahrung aus. Das ist... Ich habe so ein Gefühl, dass... Oh, unsere Fischer sind gar nicht am Arbeiten. Beziehungsweise nur einer. Und ihr seid fertig, ja? Gut. Dann bringt man das Gebäude weg. Okay, jetzt haben wir trotz Wintereinbruch noch Plus. Das ist nicht schlecht. Dennoch... Gut, ihr sammelt mal eben Nahrung mit. Nee, einer baut mir meinen Verteidigungsturm auf. Ist... Ich muss jetzt endlich mal... Besser wäre es aber tatsächlich vor den Angriffen hier, wenn ich jetzt noch eins vor... Ja, bevor ich mir das Ding hier befestige, gehe ich lieber hierher. Wir haben aber auch schon einen Verteidigungsturm. Jetzt könnte ich tatsächlich Schildknappen gebrauchen. Ja, danke. Ist das eigentlich schon die ganze Zeit in meinem Gesicht gewesen? Wenn ja, dann tut es mir leid, dass ich es nicht früher weggeklickt habe. Mein Meister der Lehrens ist leider auch nicht mehr. Oh, Leco Mio. Shit. Ey, das gibt's nicht. Habe ich jetzt etwa schon Hagen voll? Ach nee, das hier. Hagen, bei so vielen Schwertern im Bauch verdirbst du dir den Magen. Komm, jetzt bauen wir das Ding fertig. Weiß schon, das Ding mit dem Gedönskirchens drin. Ich brauche endlich den Turm. Wir haben kein Geld mehr und... Hagen hat Aua. Pflaster drauf, dann wird's wieder und kräftig pusten. So. Himmel! Ich möchte doch nur mit den Kobolden handeln. Oh, es hat mir alle Fischer geflext. Oh, nö. Komm, baut mir den Marktplatz und besetzt ihn. Spielen wir jetzt alle. Der Marktplatz ist Paris. Also beeilt euch bitte. Noch einen zum Fischer. Ja, vielleicht noch ein bisschen was. Ist in Ordnung. Gut, ich spiele auch schwer. Was erwarte ich? Oh, nein, Hagen. Hagen. Warum sage ich immer Hagen? Hallvard. Lauf. Gut gemacht, Hallvard. Ich bin stolz auf dich, sein Tuten. Himmel, wie gemein. Kloppe mal ein bisschen schneller. Hätte ich bloß die Baugeschwindigkeit gepusht, aber wer... Ich hätte auch gedacht, dass das jetzt so notwendig ist. Unser Ausbildungslager brennt. Mmh.
Stein haben wir eigentlich genug, um noch ein bisschen aufzuwerten. Ein Schafstall. Hm. Du, geh da rein. Und wir bauen noch eine Handelsroute auf. Wir handeln mit den Kobolds. Wenigstens sind die Entwickler konsequent, was das angeht. Das muss man ihnen lassen. Okay, ja, handeln wir Nahrung, komm. Jetzt gerade können wir. Wohl, sind wir ein Plus. Trotzdem, wir machen mal Handel. Ich glaube, mit den Kobolds uns zu vertragen, kann ganz praktisch sein. Also, die Zufriedenheit. Ja, Hoheitsgebiet. Wir haben so viele Verletzte. Gebäude brennen. Alles doof. Ich vermisse den guten alten Alles-Reparieren-Button. Jetzt muss man alles per Hand machen. Und sperren wir auch keine mehr. Mi. Oh nein. Ach nein, Halvard. Warum? Sag mal, wie oft greifen die eigentlich an? Obwohl, wir spielen auch schwer. Wie oft soll ich eigentlich noch sagen? Ich hätte gerne einen neuen. Oh Gott, 5 Eisen. Ja, super. Ich krieg den erst wieder, wenn ich. Während des Angriffs, ey. Geht da einer ab gerade? Alles klar. Na klar, da. Ich glaube, wir sollten den Fischer hier. Allgemein, das ist so ein Krisengebiet hier. Wir könnten vor allem mal ein paar Axtwerfer gebrauchen, würde ich sagen. Ich bin gerade überlegen. Ja, passt schon, glaube ich. Langschiffdock wäre auch keine schlechte Idee. Das können wir da oben hin pflanzen. Aber schon mal erstmal, dass wir Axtwerfer kriegen. Die Heiler sind ja volle Kanne am Durchheilen, oder? Ja, die machen schon, was das Zeug hält. Was der Halt so zeugt. Nee, Moment. Jetzt haben wir hier einen Platz frei. Ich könnte noch ein Silo machen. Ich wünschte, ich hätte mehr Schafe einfach, dass ich das noch besser ausnutzen könnte. Aber das Schaf bringt mir ja trotzdem permanent. Wie viel eigentlich? Schaf, was tust du? Wenn ich dich aufwerte. Oh, die Schafe an sich, die bestehen, produzieren 50% mehr Nahrung. Was ist jetzt die 2 eingebracht? Na gut, wenn ich noch ein Silo bringe. Das wirkt ja zusätzlich. Das wirkt ja kumulativ mit dem Buff von dem Silo nochmal. Oh Gott, und neues Holz brauchen wir auch. Also derzeit mangelt es gerade an allem einfach nur. Dabei an viel. Mit den Kobold möchte ich mich jetzt nicht auch noch anlegen. Das war so mein letzter Schritt ins Grab einfach nur. Nein, Thor. Ich bin unschuldig. Hm? Gut, das ist ein Argument, muss ich sagen. Hast mich überzeugt. Festmahl. Ich glaube, das können wir jetzt gebrauchen. Danke. Die müssen ja aus einer Krise geholt werden. Ich bloß, nein, oh nein, die nehmen mir das Eisen weg. Scheiße. Verdammt. Ich glaube, ich habe bessere Chancen, wenn ich. Haben wir hier noch irgendwo Eisen? Ja, ich bin so ein Krieger wieder verloren. Arr. Seid die Piraten. Nein. Ach, kommt. Nichts für ungut. Ja, genau. Wir machen sogar ziemlich gut Schaden an den Türmen. Ah, Nahrungseinnahmen. Ah, ich weiß, wie ich an. Komm,
das war zu pushen, ist keine schlechte Idee. Komm, machen wir mal die Medizin für die Heiler. Dann kann ich nämlich dann gleich auf den Fleiß noch gehen. 20 Steine und 30. Genau, das könnte ich jetzt gerade gebrauchen, ganz ehrlich. Und das Eisen nutzen wir jetzt mal, um unseren werten Herrn Hallward wiederzuholen, weil den brauchen wir. Du baust mir mal hier weiter. Was ist mit meinen Fischers? Oh Gott, hier ist ein Fischer. Nein. Was habt ihr getan? Die ganze Konsistenz versagt. Konsistenz, hier, ja. Ja. Na, Baum. Den ganzen Baum ruiniert. Sag mal, wo... Oh, nee, jetzt haben die mir auch noch die... Boah, ist das gerade eklig. Ich bin so kurz davor, eine Neustadt in Erwägung zu ziehen sogar. Ah, das sind zwei Heiler. Und die haben ja auch Axt... Oh, shit, und die sind sogar schon alle aufgewertet. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich neu starten, das Ding. Die haben sich zurückgezogen, okay. Ich hätte früher... Ich muss mir früher dieses Ding hier holen. Und wahrscheinlich dann einfach noch das Wolfslager. Ne, dann gehen mir die Walküren noch auf den Nerv. Schwierig. Ah, ne, Moment. Ah, ne, die Gegner waren noch drin und ich war... Ah, shit. Ne, jetzt werde ich untergehen dadurch. Frage ist bloß, ob wir es jetzt weiterspielen lassen, bis wir auch wirklich kaputt sind, oder... Nee. Das würde halt die Mission strecken in die Länge. Sollte den Leuten klar sein, weil wir könnten jetzt noch ewig lang Verteidigungsschlacht machen und noch zwei, drei Folgen hier irgendwie gucken, dass wir es irgendwie noch lange überleben und die Panzerschreck verteilen, aber ansonsten, ne, wir werden jetzt hier überrannt. Ich habe am Anfang zu lange geschlafen, glaube ich. Das war noch bei der letzten Aufnahme. Da habe ich zu viel versaut. Hm, komm. Ne, wir gehen jetzt hier. Ja, kommt er jetzt gerade ernsthaft noch mit Söldnern von da? Ja, genau. Alter. Na, das Ding ist ja jetzt... Okay, es dauert keine mehreren Folgen mehr. Jetzt werden wir komplett überrannt. Wir haben einfach zu lange gebraucht. Schön. Wisst ihr was? Obwohl, komm, warte mal, bis der Niederlagebildschirm wenigstens da ist. Die Grundlagen habe ich aber trotzdem relativ richtig gemacht. Ich muss bloß schneller sein, das ist wichtig. Ja, wie der sich aufbaut und wie der vor allem ja alles wegsaugt einfach. Dieses Gebiet muss ich mir vor allem holen, das ist wichtig. Hier drüben hätten wir sogar noch Wald, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Da haben wir es. Gut, machen wir beim Neustart einfach mal... Fix. Also, sehr lange mache ich die Folge jetzt nicht mehr. Haben wir schon gehört, danke. Junge, ist gut. Hagen ist da draußen, ich weiß. Heißt aber nicht Nina. Zum Glück, würde ich sagen. Okay. Ihr Wohlgebieter, ich werde bald zurückkehren. Und da verpisst er sich. Jupp, jupp. Holzfäller, Haus, Speer. So. Bewohner. Nahrung macht ein bisschen Probleme, aber dürfen wir was haben. Jetzt wird wieder geholfen, was das Zeug hält. Sehr gut. So, ein Speer erstmal. Holzfäller nehme ich gleich mit dazu. Jep, und zwar jetzt. Wollen wir nochmal da Plus hin. Da haben wir das erste Wölfchen, was vorbeischauen will. Wird natürlich schwierig. Ist diese Barbarei wirklich nötig? An die Arbeit. Jetzt, was ich machen will, die Arbeit, Arbeit. Mehr Arbeit. Schon scharf eigentlich was? Das mehrmalige Anklicken des Schafs ist zu 100%. Achso, das hatten wir schon, ja. Das Militärlager. Gib mal her. Ich glaube, hier könnte es tatsächlich doch lohnen als erste Forschung. Na, vielleicht doch erstmal den Handel, dass wir mit den Grönz sicher sind. Aber dann würde ich tatsächlich vielleicht sogar auf den Waffenschmied gehen, weil die 20% mehr... Das könnte hier schon wirklich sehr viel ausmachen zu Beginn.
So. Sehr gut, dann haben wir das Gebiet gleich. Das will ich dann auch sofort besiedeln. Hier fehlt mir die Nahrung. Ja, gucken wir erstmal da drüben. Nee, gucken wir erstmal da oben hin, wo noch die Rehe sind. Könnte man vielleicht sogar zuerst hingehen. Obwohl, nee, hier würde ich gerne erstmal besiedeln für den schnöden Mammon. Eigentlich können wir den Schafstall ja da oben hinhauen, ne? Beschniedelt das Gebiet. Ah, es sind halt auch wieder sehr viele Wölfe, die muss ich erstmal auch wieder wegmachen. Hey, mach es weg. Okay, komm schon mal her. Bis du da bist, haben wir das Ding besiedelt. Dann kannst du gleich das Teil erforschen. Mittlerweile kenne ich die Karte ja. Ne? Ahoi, Brause. Wie viel kostet mich die Heilerhütte? 60 Holz, alles klar. Dann ist ja alles klar. Ach, mal bist du behindert. Wir wollen einen Heiler haben. Und ein Bergwerk. Und so, du sollst mir erkunden, Junge. Hab ich total vergessen, ey. Das gibt's nicht. Gleich Neustart. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Es wird aber nicht besser. Möchte ich hinzugefügt haben. Ich würde gerne mit der Heilhütte anfangen, dass wir wenigstens ihn heilen können. Bringt mir da Heilers, Boys. Jetzt ein guter Mac. Alles wird gut. Helf mal mit. Du holst mir hoffentlich richtig schön was ran. So Holz, Gold und so Zeug. Also Kröns. Krön. Ich glaube, ich würde sogar erstmal mit Militär anfangen, dann den Handel machen. Weil erstmal kommen wir noch ganz knapp mit dem Plus 1 hin. Gut, die Instandhaltungskosten werden höher. Okay. Ist mir jetzt wirklich wunderbar erstmal hier Halvard. Ansonsten, ja, weil das ist der erste Winter. Obwohl, bis dann dauert es noch ein bisschen. Was ich bedenke, wir sind eigentlich ganz gut drin bisher. Ein bisschen entspannt können wir noch. Das können 50 Wissen. Na, immerhin. Da machen wir schnell den Waffenschmied. Denn jetzt wird auch Halvard ein bisschen mehr reinhauen. 3 Schaden mehr, das kann sich schon bemerkbar machen. Um schneller die Leute wegzunudeln. Es geht hier ums effektive Nudeln, das darf man nicht vergessen. Da kommt der Italiener eines jeden raus. So, dass ich so Handsprache mache und laut schrei. Aha. Das können wir dann auch machen. Weißt du was, Halvard? Ich glaube, das reicht. Du hast jetzt auch ein bisschen mehr Power. Ein bisschen kräftigere Ärmchen. Wenn schon ein Schlag weniger ist, den wir für einen Wolf brauchen, dann hilft das auf jeden Fall gewaltig weiter. Und so scheint es tatsächlich. Dann hol mal her. Ihr seht, wir sind diesmal wirklich ein gutes Stück schneller. Wo ist mein Speer? Wo ist er? Nee, das ist Halvard. Wo ist mein Speer? Du hörst mal auf und du gehst jetzt so hoch und erkundest dieses Schiffchen. Beziehungsweise plünderst es. Das ist viel geiler. Auch plündern. Und dann würde ich sagen, haben wir erstmal. Einstand würde ich sagen, aber jetzt wird mal angegriffen. Danke.
Halvard, klopp ihn. Danke. Okay, aber ich würde sagen, wir haben erstmal einen Einstart und ich bedanke mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder.